So, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder einen kleinen Trade-Up-Contract, beziehungsweise zwei, wo ich mal ein bisschen ein höheres Risiko eingeben werde. Und zwar will ich einmal die AWW Pink DTP AT oder die Road Rash werde ich bekommen, weil ich habe mir die CZ Auto Nitro 10-mal geholt. Einsatz war, glaube ich, bei dem 30 Euro ungefähr, 29, 30 Euro. Und minimal 16,17 beziehungsweise 14,95 kann ich rausbekommen. Wenn ich die Infactory Nude B Road Rash bekomme, kriege ich 36 Euro, was okay wäre. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, komme ich sogar auf die AWP Pink Infactory Nude 109 Euro. Die CZ Auto müsste ich gerade mal kurz eben spickeln, in welchem Zustand ich die gekauft habe. Oh, bin ich falsch. Die CZ ist einsatzerprobt. Soweit ich weiß, ist es egal, welchen Zustand die Waffen, die man contracted, sind. Wenn ihr da sicher seid und wisst sicher, dass die quasi ein Factory New sein müssen, um eine Factory New Waffe zu bekommen, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das geht immer so ein bisschen so auseinander. Der eine sagt so, der andere sagt so. Aber ich weiß es nicht, niemand sagt, weiß es wirklich. Würde mich mal interessieren. Des Weiteren habe ich noch die Splash. Die habe ich sogar alle in Minimal Wear bekommen. Ziemlich günstig geschossen, glaube ich, da war der Preis. Ich muss mal eben schauen. Da war der Preis Bloom, Splash, 18, 19, 19 Euro war es, glaube ich, ungefähr. Und da kann ich die AWP Boom bzw. die AK-47 Red Laminated bekommen. Wenn die Laminat in schlechten Zustand reinkommt, habe ich 5 Euro, dann habe ich 13 Euro schlecht gemacht. Hier mit der AWP Boom mache ich auf jeden Fall 1 Euro miese im schlechtesten Fall und komme eigentlich mit beiden, wenn ich ein bisschen Glück habe, gut raus. Kann man auf jeden Fall die Daumen drücken. Ich werde jetzt einfach mal starten. Übrigens, wir haben gerade eine Runde Matchmaking gezockt. Dennis ist auch dabei. Ja. Wir haben sein erstes Matchmaking geschafft, gewonnen. Aus Versehen, ja. Wir wollten eigentlich Deathmatch spielen. Ich starte das Spiel, klick auf Annehmen, ohne nachzudenken. Und dann haben wir einen Wettkampf kurz gemacht. Aber es ging echt gut durch. Wir haben 16 zu 5, glaube ich, gewonnen. Echt gut, guter Start gewesen. Also gut, dann fange ich jetzt mal mit der CZ an. Da kann ich mehr kaputt machen. Zum Austausch hinzufügen. Ich gehe auch hier mit 100% rein. Also ich kaufe 10 immer. Also ich mache eben eine 10, dass ich eine 100%ige Chance eben auf die 2 habe. Weil ich kenne mein Glück, wenn ich 2 andere oder 3 andere reinmache, kriege ich bestimmt von denen irgendwas Trashiges. Von dem her, ich färbe das jetzt mal hier aus. Ihr könnt gerne jetzt Daumen drücken. Ich werde die Daumen drücken. Dennis, du musst auch die Daumen drücken. Ich bin schon am Drücken. Und dann hoffe ich mal, dass ich hier in einem guten Zustand rauskomme. Bei der Vulcan habe ich ja auch miese gemacht. Da habe ich mich zwar generell gefreut, dass ich überhaupt die Vulcan bekommen habe, weil ich bei der anderen richtig reingekackt hätte. Und ja, vielleicht habe ich jetzt hier ein bisschen mehr Glück. Nitro, Nitro, Nitro. Welche ist? Die AWP, das ist schon mal gut. Sieht aber Zustand. Einsatz erprobt. Es hängt wahrscheinlich gerade wieder. Marktplatz verkaufen. Könnte auf jeden Fall mal Plus sein. Die werde ich, by the way, auch jetzt dann definitiv wahrscheinlich spielen. Oder die AWP Boom. Ich die bekomme. Ah, es hängt natürlich wieder. Gucken wir nachher nochmal. Okay, dann machen wir gleich weiter mit der Splash. Aufwertungsvertrag. Splash, Splash. Also hier denke ich mir, erhoffe ich mir, dadurch, dass es auch Minimal Wear alle sind, ein bisschen Karma-Glück und so. Alles Splash, ja. Und hoffe mal, dass ich hier jetzt... Ich habe, glaube ich, um einiges bessere Chancen rauszukommen. Ich denke, bei der anderen habe ich jetzt auch zumindest kein großes Minus gemacht. Ich denke eher sogar Plus. Ja, ich habe definitiv Plus gemacht. Es war ja nur ein Euro, was da reingekommen ist, deswegen habe ich auf jeden Fall Plus gemacht. Das freut mich jetzt schon mal riesig. Und bei der ist, denke ich, die Chancen auch ziemlich hoch, dass ich gut rausgehe. Ich hoffe zumindest mal. Gut, die Red Laminated. Okay, das ist jetzt ein bisschen kacke. Hoffentlich ist die wenigstens in gutem Zustand. Minimal Gebrauchsspuren. Okay, sauber. Mit beiden Plus gemacht. Puh. Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Trade-Ups sehen wollt. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Beziehungsweise die AK-47 Red Laminated bekommen. Wenn die Laminat in schlechten Zustand reinkommt, habe ich 5 Euro, dann habe ich
13 Euro schlecht gemacht. Wie mit der AWP Boom mache ich auf jeden Fall 1 Euro miese im schlechtesten Fall und komme eigentlich mit beiden, wenn ich ein bisschen Glück habe, gut raus. Können wir mal auf jeden Fall die Daumen drücken. Ich werde jetzt einfach mal starten. Übrigens, wir haben gerade eine Runde Matchmaking gezockt. Dennis ist auch dabei. Wir haben sein erstes Matchmaking geschafft, gewonnen. Aus Versehen, ja, wir wollten eigentlich Deathmatch spielen. Ich starte das Spiel, klick auf Annehmen, ohne nachzudenken. Und da haben wir einen Wettkampf kurz gemacht, aber es ging echt gut durch. Wir haben 16 zu 5, glaube ich, gewonnen. Echt gut, guter Start gewesen. Also gut, dann fange ich jetzt mal mit der CZ an. Da kann ich mehr kaputt machen. Zum Austausch hinzufügen. Ich gehe auch hier mit 100% rein, also ich kaufe 10 immer, also ich mache eben eine 10, dass ich eine 100%ige Chance eben auf die 2 habe. Weil ich kenne mein Glück, wenn ich 2 andere oder 3 andere reinmache, kriege ich bestimmt von denen irgendwas Trashiges. Von dem her, ich färbe das jetzt mal hier aus. Ihr könnt gerne jetzt Daumen drücken, ich werde die Daumen drücken. Dennis, du musst auch die Daumen drücken. Ich bin schon am Drücken. Und dann hoffe ich mal, dass ich hier in einem guten Zustand rauskomme. Bei der Vulcan habe ich ja auch miese gemacht. Da habe ich mich zwar generell gefreut, dass ich überhaupt die Vulcan bekommen habe, weil ich bei der anderen richtig reingekackt hätte. Und ja, vielleicht habe ich jetzt hier ein bisschen mehr Glück. Nitro, Nitro, Nitro. Welche ist's? So, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder einen kleinen Trade-Up-Contract, beziehungsweise zwei, wo ich mal ein bisschen ein höheres Risiko eingeben werde. Und zwar will ich einmal die AWP Pink DTP AT oder die Road Rash werde ich bekommen, weil ich habe mir die CZ Auto Nitro 10-mal geholt. Einsatz war, glaube ich, bei dem 30 Euro ungefähr, 29, 30 Euro. Und minimal 16, 17, beziehungsweise 14, 95 kann ich rausbekommen, wenn ich die Infactory New B Road Rush bekomme, kriege ich 36 Euro, was okay wäre. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, komme ich sogar auf die AWP Pink Infactory New 109 Euro. Die CZ Auto müsste ich gerade mal kurz eben spickeln, in welchem Zustand ich die gekauft habe. Oh, hier bin ich falsch. Die CZ ist einsatzerprobt. Soweit ich weiß, ist es egal, welchen Zustand die Waffen, die man contracted, sind. Wenn ihr da sicher seid und wisst, sicher, dass die quasi ein Factory New sein müssen, um eine Factory New Waffe zu bekommen, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das geht immer so ein bisschen so auseinander. Der eine sagt so, der andere sagt so. Aber ich weiß es nicht, niemand sagt, weiß es wirklich. Würde mich mal interessieren. Des Weiteren habe ich noch die Splash. Die habe ich sogar alle in Minimal Wear bekommen. Ziemlich günstig geschossen, glaube ich, da war der Preis. Ich muss mal eben schauen. Da war der Preis. Bloom, Splash, 18, 19, 19 Euro war es, glaube ich, ungefähr. Und da kann ich die AWP Boom. Die AWP, das ist schon mal gut. Sieht doch Zustand. Einsatz erprobt. Es hängt wahrscheinlich gerade wieder. Marktplatz verkaufen. Könnte auf jeden Fall mal Plus sein. Die werde ich, by the way, auch jetzt dann definitiv wahrscheinlich spielen. Oder die AWP Boom. Ich die bekomme, es hängt natürlich wieder. Gucken wir nachher nochmal. Okay, dann machen wir gleich weiter mit der Splash. Aufwertungsvertrag. Splash, Splash. Also hier denke ich mir, erhoffe ich mir, dadurch, dass es auch Minimal Wear alle sind, ein bisschen Karma-Glück und so. Alles Splash, ja. Und hoffe mal, dass ich hier jetzt. Ich habe, glaube ich, um einiges bessere Chancen rauszukommen. Ich denke bei der